Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell Pandora Tomorrow. Wir sind hier im letzten Part an diesem Flugzeug angekommen, an dem wir Sprengsätze platzieren sollen und haben es jetzt endlich hier hoch geschafft und da Licht ausgeschaltet, ohne dass die da gleich Alarm ausgelöst haben. So, ich schätze mal, dass mir jetzt nichts anderes übrig bleibt, als wieder runter zu gehen. Was haben wir hier noch? Ich könnte jetzt hier aufs Flugzeug hüpfen. Ob mir das was bringt? Da ist ja auch noch eine Stange. Da leckst du nieder. Die habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Aber ist man ja von mir gewöhnt. Ja, ich bin relativ doof. Ob ich da... Kann ich da an der anderen Seite wieder runterklettern? Oder muss ich mich aufs Flugzeug fallen lassen? Ach ja. Ich sollte vielleicht mal kurz überprüfen, wo denn die beiden Hornochsen da rummarschieren. Da ist der eine, da ist der andere. Ja. Gut, die sind ja hier außerhalb meiner Patrouille. Da schätze ich mal, dass ein Speichern hier möglich ist. Dann schauen wir doch mal. Kann ich hier jetzt was platzieren? Ich bin an dem Flugzeug. Toll. Ja, wo soll ich hier die Sprengsätze bitte schön platzieren? Ah, ja. Ja. Hallöchen. Läuft das nicht, oder was? Ah, hier am Motor, ha? Gute Arbeit, Fischer. Mehr hast du nicht zu sagen, oder was? Gute Arbeit, Fischer, und... Ja. Und direkt kommt da noch ein anderer rein. Wie sieht denn der aus? Der sieht auch wieder aus, als hätte er was verloren. Oder hat Ameisen im Arsch, ich weiß auch nicht. Wie der geht. Komische, gebückte Haltung. Und immer diese komischen Geräusche, so die Bimm in der Musik, als ob ich entdeckt worden wäre. Ich würde sagen, apropos entdeckt werden, speichern wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ansonsten gehe ich mal hier raus und... Könnte ich hier irgendwie mal nicht zu sehen sein? So, ich muss doch mal kurz... Bringen Sie Sprengsätze an so das Flugzeug am Eingang zum Kodanglager an. Ja, habe ich. Erledigt. Sonst habe ich irgendwie gerade nichts zu tun. Dann boah, gehen wir halt weiter. Wir haben ja irgendwie auch noch ein Gesamtziel hier. Das habe ich nur irgendwie gerade wieder vergessen. So, Licht aus. Dann können wir jetzt mal hier hin. Mal gucken. Ach ja, da klettert er auch fein hoch. Fein säuberlich. Ja, aber toll. Die Kiste will er natürlich nicht hoch. Ist da... Ist das Munition? Ah ne, das ist die kaputte Lampe. Ich dachte schon. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Deine Mutter. Sicherheitsstufe gesenkt. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Och. Okay, es scheint, als seien Sie wieder zur Normalität übergegangen. Das finde ich gut. Pissen Sie sich, mein Bester. Ja, such da drüben im Flugzeughangar. Ich gehe da nochmal schnurstracks hier rein. Und... Habe ich hier irgendwas? Ich kletter da mal auf die Kiste hoch. Das kann ja doch sicher der Sam... Ob ich auch über den Zaun klettern kann? Wahrscheinlich nicht. Nö. War aber klar. Oh, ich habe schon üppig Energie verloren. Wo habe ich die verloren? Oh, war ja. Ja, dem möchte ich nicht begegnen. Tote sind ja zwar offensichtlich erlaubt, so wollte ich. Na, kann ich hier nicht einfach mal so eine
Ich möchte hier gerne SWAT-Drehung vollführen. Hier ist nichts. Was? Jetzt auf einmal, nö, so nett. So nett, aber echt. Aber wirklich nicht so. Wo war ich denn jetzt hier? Na super. Da bewegt sich was. Jetzt auf einmal bewegt sich da was. Ach so, ich wollte ja hier die Lampe. So, Deppern, ja komm. Läuft mal wieder nicht mit dem ersten Schuss, ne? Das lässt sich nicht vermeiden. Die Produktivität steigt, so. Die Sicherheit wird besser. Ah, die Lava da. Nützlich und bleib Patriot. Ich schätze mal, da kann ich nicht vorbei. Dann probier's mal. Sicherheitsstufe gesenkt. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Komm, geh weiter. Oder willst du da jetzt sagen? Es sieht gerade so aus, als wollte er hier hin pischen. Pissen. Da tatsächlich. Da hat sich hier klar tatsächlich erleichtert. So ein kleiner Drecksack. Vielleicht greife ich mir den jetzt auch einfach mal. Ja, komm. Warum auch nicht? Ich würde gerne da rüber. Ich glaube, ich drücke hier mal kurz F5. Und gehe hier durch den Lichtkegel. Oh. Wunderhübsch. Hier bin ich durch, ohne gesehen zu werden. Dann platzieren wir den da jetzt einfach. Warum blinkt das da eigentlich? Hat das irgendeine Bewandtnis? Der Sichtbarkeitsbalken. Ich denke mal, das sieht man, dass das blinkt, aber ich verstehe nur nicht, warum. So, hier hinten ist nichts weiter zu finden, außer eine dunkle Ecke. Ich muss schätzungsweise hier weiter. Was machen wir? Erstmal speichern. Und dann machst du ein Nachtsichtgerät aus. Och, da können wir uns daran auch heilen. Ja, ich bin unentschlossen. Dann greifen wir uns den doch einfach. So. Und weil wir sonst nichts zu tun haben, legen wir den zu seinem Kameraden. Und wie der aussieht hier. Den muss ich mir doch mal kurz betrachten hier. Er sieht scheiße aus. Wie so ein kleiner Ganove halt. Ich weiß auch nicht, das sollte ein richtiger... Ja, was heißt kleiner Ganove? So ein richtiger... Kleiner Fiesling. Ich glaube, der passt auf jeden Fall zu seinem Job. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Radio. Wieder so ein Zettel. Ob da irgendwas draufsteht? Ich muss doch mal kurz... Important. Ja, aber schätzungsweise kann man den Rest... Was haben wir denn hier? Schätzungsweise kann man den Rest nicht lesen. Ja. Okay. Was? Ups. Das wollte ich nicht. Da gibt es auch noch einen Schalter. Ich benutze jetzt erstmal diesen Schalter. Dann benutze ich das hier und heile mich vollständig. Gleich stöhnt er wieder. Oh, das war aber ein leises Stöhnen. Ich dachte, er macht ja so, oh yeah, oh, oh. So, bevor ich den Schalter umlege. Ach, da wird jetzt dieser Baum hochgezogen. Die Schranke. Ja, dann gehen wir halt durch. Ich glaube, Nachtsichtgerät, Wärmebildgerät, ja, können wir wieder ausziehen. Ist da irgendwas? Da kann ich auch bestimmt durchmarschieren. Haha! Und es ist auch gut so, dass ich da durchmarschiere.
Ach, guck mal an. Ich glaube, ich bin am besten mal ganz, ganz ruhig. Der kommt jetzt wohl hoffentlich nicht zu mir. Dieser kleine Schnüffler. Wo ist der? Und? Ich traue mich jetzt nicht hier zu speichern. Gibt's nicht. Kleines dummes Mistvieh. Also echt. Aber ich glaube, das probieren wir doch in der Tat nochmal. Ich möchte jetzt mal wissen, ob ich da nicht auch einfach so durchkomme. Ohne dass ich hier irgendwas abschießen muss. So. Jetzt gehen wir hier hinten ran. Und warten hier. So, was ist mit die... Was ist mit Hund? Ich höre ihn doch. Ich höre ihn doch. Warte mal. Ich wechsle mal wieder. Oder soll ich doch hier die da behalten? Ich hätte mir den Taser da hinten noch holen können, aber egal. Ich habe ihn doch eben gerade gesehen. Okay, wo ist jetzt dieser Hund? Ach, come on! Es gibt's doch nicht! So ein Scheiß! Jetzt mach mich mal nicht schwach hier! Und verpisst euch eigentlich, ihr zwei Mistkäfer! Damit meine ich Hund und Herrchen! So. Herrchen geht einfach vorbei. Hund? Hund fängt hier an zu schnüffeln. Kann der nicht einfach auch weggehen? Also, geht doch. Wunderprächtig. Was haben wir denn hier? Ja, hier sind wir ordentlich sichtbar. Wenn ich mir das mal so betrachte. Okay, hier nehmen wir. Was ist mit Hunden herrschen? Ach, ich muss hier mal die... Wie wäre es mit einer Lampe weniger auf dieser Welt? Ja, Hund kommt schon wieder zurück. Oh Mann. Ich mag Hunde nicht. Schon mal habe ich das schon mal erwähnt? Ich gehe hier durchs Zelt. Die Hunde spielen verrückt. Sie haben sicher Hunger. Glaube ich nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu still. Ich sage euch, wenn jetzt dieser Hund hier in das Zelt reinmarschiert. So. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste. Ja, komm, komm. Halt die Fresse. Sei vorsichtig, Fischer. So, scheiß. Ist das A und O bei dieser Mission. Hund. Könnte ich den jetzt mal erwischen hier? Na also. Ach, Mann, ey. Ich dränge mich hier an bis zum geht nicht mehr. Und was passiert? Ich werde trotzdem entdeckt. Mann! So, was hat denn der für eine Tasche hier? Da hat er Stick aus Tasche genommen. Ja, toll. Wie schön. So, den lassen wir natürlich nicht da liegen. So, ich wollte es eigentlich vermeiden, hier Leute abzuballern, aber toll.
Wenn ich natürlich, egal wo ich hingehe, immer wieder entdeckt werde, dann... Ja, dann spielt mal irgendwann verrückt. So, immerhin habe ich es ja da erstmal vorbeigeschafft an Mann und Hund. Dass ich dann da in dem Zelt gleich entdeckt werde, das, ja, toll. Ich sage jetzt einfach mal, das war halt Pech. So, der muss natürlich auch direkt an die Stelle gehen, wo ich kauere. So, die lasse ich selber da liegen. So, sonst noch irgendjemand da? Ich sehe niemanden. Ah, das ist ein Feuer, gut. Ach komm, hörst du mal auf, Waffe weg. Was ist das? Was ist das? Jetzt ist da schon wieder einer, oder was? Ich sehe hier überhaupt nichts, ne? Aber irgendjemand steht da irgendwo, wo ich nie und nimmer was sehen kann. Und, sieht mich, ne? Oder sieht irgendwie etwas von mir. Naja gut, ich laufe hier aber auch gerade nicht unbedingt in den Schatten entlang. Dieser Schatten ist auch gerade nicht genug, ne? Da vielleicht was drin? Nö. Oder auf dem Tisch liegt was. Rauchgranate, die nehmen wir doch mit. Ich verzichte übrigens jetzt gerade mal auf Speichern. Okay, er hat gemeint, da ist nichts. Und ich weiß nicht so recht, wo der ist. Das ist immer noch das Feuer. Super. Wo ist eigentlich der Weg weiter? Wo muss ich lang? Da ist irgendwie eine Hütte und da ist ein Tor. Ich würde ja fast sagen, ach, guck mal da. Ich habe den Weg gefunden. Da gehe ich jetzt mal relativ langsam entlang. Muss ja nicht unbedingt sein, dass man, dass mich vielleicht irgendeiner eventuell noch sieht. So, da gehe ich mal jetzt noch hoch auf den Wachturm. Und da ist dann auch schon wieder Zeit, den Part zu beenden. Ja. Klar. Jetzt weiß ich, wo der Typ ist. Auf dem Wachturm natürlich. Und tschüss. Ich würde ihn jetzt am liebsten da runterwerfen, aber ich glaube, wenn ich ihn hier oben lasse, dürfte er eigentlich auch nicht gesehen werden. Gut, dann wird es im nächsten Part da an diesem Seil entlang gehen. Macht's gut und ciao.